Hallo, liebe Zuschauer, heute gibt es eine neue Episode in der Folge Ausgepackt und Reingeschaut. Und wie man es am schlimmen Dialekt sieht und hört, hat es mit Mafia zu tun. Auch wenn in Mafia 3 überhaupt gar keine alten, dicken Klischee-Italiener rumsitzen. Mafia 3 hat eine Collectors Edition und ich werde sie in diesem kleinen Video auspacken und vorstellen. In diesem Fall ist es die PC-Version, die ich hier auf dem Tisch stehen habe. Das Ganze gibt es aber natürlich auch für die Xbox One und die PS4. Die Collectors Edition hat ein sehr interessantes Format, was Musikliebhaber vielleicht auch schon auf den Inhalt einige Rückschlüsse hingibt. Aber hinten drauf steht jedenfalls noch keine Spoiler, sondern bloß ein bisschen Videospiel, Artwork und das übliche Gedöns. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein, was denn drin ist. Und ich habe das tatsächlich noch nicht vorher ausgepackt und bin sehr gespannt, ob ich das alles schaffe. Fangen wir an mit der Umverpackung. Die ist schnell entfernt und wohnt jetzt hinter den Kulissen. Und wir erblicken einen schön gestalteten Pappschuber mit einem geprägten Logo. Und weiterhin diesem mysteriösen Format. Sehr gut. Und ich werde jetzt einfach mal die Inhalte von vorn nach hinten aus der Verpackung ziehen. Zuallererst haben wir da ein Artbook, The Art of Mafia. Mafia 3 natürlich. Und ich muss sofort freudig feststellen, dass dieses ganze Ding dank der Verpackung Format hat, also groß ist. Und ich finde, Artworks brauchen so etwas. Und ich bin gespannt, ob auch gute Artworks drin sind. Viel Platzverschwendung. Oh, aber tatsächlich, das sind Artworks dabei. Konzeptzeichnungen hoffentlich auch. Die finde ich immer ganz besonders spannend, wenn man sieht, wie ein Spiel so entsteht und welche Gedanken sich die Designer um die Farben machen und die... das Aussehen der Spielwelt scheint etwas alberner zu sein, wenn ich mir diesen Alligator da anschaue. Aber definitiv ein schönes Format. Und das sind so ungefähr 30 bis 40 Seiten werden sein. Gibt es Seitenzahlen? Gibt es nicht. Ein Artbook von einem erfreulichen Format und mit einem sehr cool gestalteten Cover. Das packe ich mal hier neben diesen mysteriösen Cover, dessen Natur ich erst später enthüllen werde. Dann haben wir hier einen leichten Pappschuber und ich vermute hier das eigentliche Spiel. Und tatsächlich befindet sich hier das Spiel, das ist die Deluxe Edition. Da ist der Season Pass mit drin und ich bin der Meinung, auch Vorbestellerinhalte, das übliche Digital-Gerümpel von irgendwelchen Boni ist da mit dabei. Das ist also definitiv drin. Schön, dass der Season Pass mit drin ist. Das ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Dazu gibt es hier noch zwei kleine Goodies. Das ist zum einen, hier hinten sieht man schon einen kleinen Vordruck, einen Teaser darauf, wie sie aussehen wird. Ein Dogtag, denn der Hauptdarsteller Lincoln Clay im Spiel kommt aus dem Vietnamkrieg zurück und das ist eine Replik, eine authentische Replik, nachgeprägt von seiner Original-Hundemarke aus dem Vietnamkrieg. Schauen wir mal, ob wir sie sorgenfrei da rausgeworfen bekommen. Da ist sie. Raus aus der Plastik. Und rein in den Kamerafokus. Hoffentlich gut erkennbar. Wie rum sind sie richtig? Schwer zu erkennen, aber... Das sind die Hundemarken. Außerdem gibt es, passend zum Gangsterleben, Getränkeuntersetzer aus, ich glaube, aus Kunstleder sind die, aus dem Hotel und Casino Paradiso, dessen Spielebezug ich noch nicht kenne. Ich habe das schon angespielt, ein Casino Paradiso ist mir nicht untergekommen, aber es gibt Bierdeckel. Wurden übrigens auch in Deutschland, konkret in Sachsen, erfunden. Da können wir stolz sein. Also vier Stück gibt es mit diesem verschiedenen Aufdrucken tatsächlich. Hier steht zum Beispiel Sammys drauf. Also wir haben Bierdeckel, wir haben ein Spiel, ein Artbook, Dogtags. Und jetzt kommt das eigentliche Highlight. Schallplatten. Ein herrliches Chaos. Und zwar sind insgesamt drei oder zwei Schallplatten mit drin. Ich bin der Meinung, es waren zwei Stück. Zum einen gibt es den Original Game Score, das ist sozusagen die fürs Spiel komponierte Musik mit zwei Seiten. Das sind ja praktisch Songs, die für das Spiel geschrieben wurden. Die zeige ich mal hier und kann ich vielleicht demnächst auch gleich mal irgendwas zeigen. Und es gibt eine Platte mit zwei Seiten mit dem Soundtrack.
Das ist dann, da sind Sachen wie Painted Black dabei von den Rolling Stones. Wer ist hier hinten noch drauf? Lest's einfach selbst. Auch mit einem schönen Cover. Das Ganze ist 180 Gramm Virgin Vinyl. Ist inzwischen der Standard, was diese Schallplatten angeht. Und dann gibt es hier noch einen, oh mein Gott, es entgleitet mir, gibt es hier noch einen Schuber mit Kunstdrucken. Und die beziehen sich wiederum auf die Sammelobjekte im Spiel. Wer die Spielereihe kennt, weiß, dass man da unter anderem Playboy-Motive sammeln kann. So sieht es auch im neuen Spiel aus. Und an denen orientieren sich diese Kunstdrucke. Wiederum ist sie richtig. So ist sie richtig, die Dame. Was haben wir da noch? Ah, die sind sogar schön durch ein Schutzpapier voneinander getrennt. Und das ist das Playboy-Foto, ganz genau. Eins der Bunnies, die man im Spiel auch finden kann, die kann man sich vielleicht in ein schönes Passepartout stecken, wenn man das mag. Und das ist auch schon der Inhalt der Collector's Edition von Mafia 3. Die ist für ungefähr 135 Euro aktuell im Internet bei den einschlägigen Händlern zu haben. Und ich werde jetzt endlich das Rätsel dieses Koffers lüften. La! Es ist ein Schallplattenspieler und mit dem möchte ich mal ganz kurz den originalen Score, den Soundtrack des Spiels anspielen, um einen Eindruck davon zu geben, wie das funktioniert und um mir auch mal eine dieser Platten anzuschauen. Und ich würde sagen, wir machen einen ganz kleinen Schnitt, denn der Onkel Stange muss erst mal rausfinden, wie man diesen Plattenspieler anwirft. Haha! Wir haben Musik! Ja, da dröhnt er vor sich hin, der Originalscore von Mafia 3. Ich habe es ein bisschen gebraucht, um die ganze Technik in Gang zu bringen. Und hierzu ein wichtiger Hinweis. Dieser Schallplattenspieler, der hat nichts, aber auch gar nichts mit dieser Collector's Edition zu tun. Er würde auch gar nicht reinpassen. Und dieser Schallplattenspieler portabel im Mafia 3-Look und mit auch Bluetooth-Geschichten und irgendwelchen Anschlüssen, den kann man nicht kaufen. Den gibt es nicht für Geld, den kann man sich lediglich irgendwie organisieren, weil das ein Stück Promomaterial ist. Zum Beispiel kann man den gewinnen. Und zwar hier und jetzt direkt in der Videobeschreibung unter diesem Video auf www.gamestar.de werden wir eine Preisfrage stellen und all jene, die im Kommentarbereich diese Frage beantworten, korrekt beantworten, werden wir dieses Ding verlosen. Einsendeschluss ist der 10. Oktober, Mitternacht. Und dann werden wir das Ding rausgeben und das ist eigentlich jetzt alles. Zusammengefasst, 2 Vinyls, Playboy Bunnies, Bieruntersetzer, Dog Tags, das Spiel inklusive Season Pass, artig und auch noch die Vorbestellerinhalte. Das alles steckt drin in der Collector's Edition von Mafia 3. Danke fürs Zuschauen.